Wir können aber auch Boden komplett aus Bärenwischen machen. Hast du gleich was zu essen? Auf Mann. Der wächst aber. Ja? Wir den immer wieder stutzen? Was denn? Was hast du, Olli? Was hat der Olli? Was hat der Olli? Ich bin gerade verwirrt. Was ist los? Also eigentlich wie immer. Können wir dir bei deiner Verwirrtheit irgendwie unterstützen? Die Betten, wo sind die Betten? In einer Kiste. Ich such sie schon. Wieso noch ein Bettbaum? Wir haben nur zwei. Aber jeder im Bett, dass er das bauen kann. Hab sie. Da-d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 a. Das sieht hier ja schon alles hier recht wohnlich aus. Ja, ne, ist schön. Nee? Ja, ne? Woraus wir die Wände machen? Warum ist das ein Böhner hier? War ja immer klar, dass wir hier wollen. Deswegen haben wir ja nicht so viel Zeit in den Bau da investiert. Ja, richtig. Richtig. Also die linke Wand machen wir aus Fässern, die rechte aus Rohren. Was? Ich habe nur verstanden, wir machen irgendwas aus Fässern und irgendwas aus Drawer. Aber was genau habe ich nicht verstanden? Die linke Wand machen wir aus Fässern, die rechte aus Rohren. Okay. Oh, und dann, ja, da würde ich dann auch die Gerätschaften reinstellen, so wie die Tinkerschmelze und all sowas. Die ganzen Maschinen und sowas. Und dann hinter den Maschinen die Kabel längs laufen lassen, sodass du keine Kabel siehst quasi. Aber ich finde diese Immersive Engineering Kabel so geil. Ja, ich habe ja gedacht, wir legen hier durch die Mitte des Raumes so einen ganzen Spannungskabel. Aber wenn dann an der Decke. Ja, die kannst du ja wieder an der Decke machen, oder wir können auch solche Säulen dafür bauen. Gibt's ja in dem Paket auch. Strommasten. Haben wir noch Cobblestone? Hat wer noch Cobblestone? Ich hab kein Cobblestone.
Ich hol dir. Kiste. Ich hol dir. Wie viele brauchst du? Ein Stack? Ich hab gerade noch zwei Stacks oder so, drei. Ja, ich hol dir erstmal zwei. Naja, also ich würde das ja fast sagen. Ne, die Wände aus den ganzen Gerätschaften alles. Wäre doch eine Idee. Dass man da dann nach und nach Gerätschaften macht. So, da kann ich mich ja. Ach, da. Wie groß muss denn die Tinkerschmelze sein, André? Groß. Groß kann ich nicht sagen. Ich weiß eins ist, wie man die. Wenn ich sie baue, erst wie maximal Größe. Mal viel rumprobieren. Meint du hattest die auf jeden Fall 5 breit, das weiß ich noch. Hat halt eine maximal Größe. Ich glaube, die war 5 breit, 4 nach hinten. Was ist jetzt für die Fackel weggemacht? Wollte ich die da hinsetzen? Tratet euch hier um die Fackel. Ja. So, meine. Warte. Au. Nee, jetzt war's, jetzt ist es so. Entschuldigung. Enderschwert raus. So, ist ja kein Enderschwert, das ist sogar noch ein Enderium-Schwert. Ist doch nicht, das ist zu dunkel hier. Es ist dunkel, mach mal ein paar Fackeln weg. Naja, eine Schmelze war viel größer. Also sie war auf jeden Fall 5. Meinst du? Natürlich, wenn du jetzt hier die Wände ziehst, passt dir ja nichts rein. Dann ist ja da nur 2 Felder breit. Die war ja 4 Felder breit drin, ne? Das heißt, ich muss dann ja nochmal. Meine Schmelze viel größer gebaut. Ihr habt ja auf Maximalgröße gebaut. Größer geht nicht. Ich war 2 Felder zu groß. Ja, das weiß ich ja. Aber bei 2 Feldern geht's noch. Wenn du zu viele Felder zu groß hast, dann funktioniert die Schmelze nicht. Gar nicht. Hä, wir müssen aber gucken wegen dem. Ah, Zombie vor der Tür. Schlaf mal, dann kann ich wenigstens schon mal speichern. Ich auch. Und brauche Olli noch ein Bett. Ah, Olli hat noch nicht gespeichert. Wenn Olli tötet, muss er den ganzen Weg vom Spawn herlaufen. Weil der Raum kleiner ist, wirst du die Tinkerschmelze wahrscheinlich sogar breiter machen müssen. Also 36 Blöcke haben wir. Nee, da müssen viel mehr sein. Ja, stimmt, also, ja, das kommt davon, wenn andere. Echt, da sind mehr, habe ich in der Tasche. Viel mehr sein. Da musst du auch aufpassen. Der rüstet auch automatisch den Controller und so aus deinem Menü. Wenn ich also irgendwie Controller und die Drawers verbaust, die würde ich am besten noch gar nicht in der Tasche haben. Nein, die hab ich noch nicht. Ich habe jetzt hier noch die. Also die war zumindest so breit, dass vorne die 3, also 7 breit war auf jeden Fall. Genau. So, da sind die Tische und die Dinger. So war das auf jeden Fall. Hier zwischen war, glaube ich, gar nichts. Da war eine Kiste noch, genau. Eine Kiste mit den Förmchen. Oben drüber war der Controller und links und rechts die 2 Fässer mit Lava. Genau, und hier hattest du erstmal ein. Nein, da kommen die Ausgüsse hin. Wenn die nicht an die Wand nee. Stimmt. Ja. Ja, lass mich mal bauen. Guck dir mal erstmal ein Video an, wie die Tinkerschmelze funktioniert. Ich krieg das hin. Ja, die muss wahrscheinlich auch noch tiefer bauen. Außerdem musst du noch Wände haben, die sind noch viel zu klein. Ja. Aber falsch rum? Nein, ist falsch rum. So. Und dann hattest du hier einen normalen Block drin. So. Jetzt brauch sie nicht noch weiter zu, du musst sie noch tiefer machen. Ist viel zu klein. Du hast nicht die Höhe, die ich hatte. Ja, dann mach ich die. Du musst nach hinten noch weiter. Nach hinten noch weiter? Ja, natürlich. Dürfen am Ende keine Blöcke mehr übrig sein. Ja, nee, das ist mir schon bewusst.
Da musst du auch hier an der Seite noch. Nee, da nicht. Hier habe ich die Wand gebaut. Hier noch rein die Wand. Auf dem Stück muss die Wand stehen. Sonst funktioniert der Ausguss hier nicht. Den Channel, wieso kann er denn. Hä? Wieso kann der Channel geschützte Passwörter betreten? Hä? Das wäre. Ja, Chris? Ah, du meinst, so hast du das gemacht. Ja, ja, richtig, sonst funktioniert der Ausguss nicht. Erstmal schmelz, Licht hier rein, damit hier nicht gleich anfangen, irgendwelche Creeper zu spielen. Hast du noch, Amma, hast du hier die Cobblestone Light Panel Blöcke noch? Hier muss einer noch rein. Cobblestone Light Panel? Ja, du hast ja auch die Blöcke ab. Ja. Aber da, ja, hab ich. Links rein. Ey, da unten ist Marble. Unter der Schmelze. Willst du dich dann noch hinbuddeln, oder? Ach, Quatsch, das Block drauf. Kann man da drunter später immer noch aushöhlen. Und da musst du gucken, wie das passt. Jetzt musst du jetzt rumexperimentieren, weil ich habe meine hochgebaut. Du musst deine jetzt tief bauen. Du müsstest noch zwei Ausgüsse übrig haben. Die kommen nachher oben drauf wieder. Du musst die Sachen irgendwie von oben reinfüllen. Genau. Lava und Wasser. So, ich habe jetzt noch fast zwei Stacks jetzt noch übrig. Das heißt, ich könnte die bis zur Decke auf jeden Fall noch ranbauen hoch. Ey, so hoch kann es ja nicht. Ich brauche ja immer noch Platz, dass ich den die Sachen reinfüllen kann. Ah, stimmt, hast du recht. Kannst du noch einen hoch? Ja, deine Schmelze muss tief sein. Ein hoch. Mach einen Olli da. Olli, was machst du da? Die Kohle abbauen, bevor ihr sie zubaut. Nein. Ja, ich kann zwar noch nicht alles von der Tinker schmelzen, aber das ist die einzige Mod, mit der ich mich halbwegs. Ja, deswegen will ich da ja mal gucken, wie man die wenigstens ein bisschen ordentlich baut, weißt du? Das ist ja schon mal auch schon viel wert.
tam, 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 tam. Ja, wieder Spannung pur heute. Aber so geht das auch nicht in die Tiefe. Geht auch nicht. Da habe ich, glaube ich. Nee, da habe ich noch genug. Ah. Ja, du hättest Tiefe aber auch mit gemeint, dass du nicht nach unten buddelst, sondern nach hinten weiter. Kann auch. Ja, ist ja. Ob ich jetzt nur einen nach tief baue oder einen nach hinten baue, das. So, jetzt habe ich noch 15 Dinger übrig, die kommen lang, sind dann im Prinzip ja noch vorne hingekommen, ne? Ja, als, klar, als vorne muss man zumachen, vorne muss auch der Controller hin. Richtig. Aber hier muss auch noch einen höher, also ich weiß nicht, ob da noch 15, glaube ich, zu wenig. Naja, wenn jetzt noch hier die beiden Tanks entkommen. Hier und hier. Ah, oh, falsch. Gucken, ob's reicht. So. Und dann kommen ja. Ach, was ist das denn schon wieder? Ja, wieder die falschen Dinger. Da sind die hier, hier. Da, da. So. Da willst du ja oben bestimmt auch noch lassen für das zum Reintun, oder nicht? Ja, ja, klar. Ja, ich habe jetzt noch. Ja, mach oben ruhig zu, ich mach das ein andermal mit. Also 5 Stück habe ich jetzt. Wen? Ja, richtig, genau, den Controller. Also die Schmelze im Ticken zu groß, ich weiß nicht, ob die so funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Wenn der Controller läuft, funktioniert sie. Der läuft ja. Dann funktioniert sie auch so. Weil wenn sie zu groß wäre, wird der Controller nicht leuchten. Ja. Na, zu groß gibt's nämlich wirklich. Lass es ausprobieren. Ja, müssen gucken, wie viele rote X'e die hat, ne? Wenn natürlich jetzt schon 10 rote X'e hat, ne, ja, noch gar keins, also noch nicht mal die Maximalgröße. Ja, sie funktioniert ja jetzt so erstmal. Richtig. So, dann habe ich jetzt noch zwei Aus Advance und zwei Bildchen da zum rausholen. Guck mal. Richtig. Später oben. Ja. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir machen gerade keine Option. Nee, richtig. Das habe ich jetzt erst auch erstmal wieder in die Kiste zurückgelegt. Ja, guck mal, da habe ich auch schon mal eine Tinkerschmelze jetzt gebaut. Ah, ich kann das, ey, ich kann was. Danke. Danke für euer Vertrauen. Ja, aber überhaupt nichts gesagt, ich musste nur lachen, weil Olli wieder. Ja, genau. Ja, Olli ist gut. So, als nächstes der Walkwasher. Was? Nix als nächstes. Gar nichts mehr gebaut jetzt. Ich? Nein. Ich weiß noch gar nicht wohin. Dann müssen wir erstmal den Raum gestalten. Alter, ihr seid alle mal so schnell mit euren Maschinen. Naja, muss ich sie alle wieder umstellen. Ja, ist ja gut. Hallo, Moche 2309. Hallisch. Oh. Olli, sei artig und sag Hallo. Aloha. Ja, ne, Hallo sagen. Immer nett und freundlich, Olli. Immer. Ich bin nicht nett und freundlich. Ich bin eigentlich ein richtiger Kackbratzen. Oh,
Danke, Moche, 23.09. Danke, Moche. Danke, danke. Danke. Was schön, schön sehen die Wände aus. So, ein bisschen Marvel haben wir jetzt auch. Gut, dann kann damit, könnt ihr damit eine Decke machen. Oh. Ich guck mir mal alles, was wir dann so alles an Marvel haben. Hol ich mal alles raus hier. Olli, willst du schon mal anfangen, nochmal eine Ebene der Decke schon mal wegzumachen? Dann gucke ich nämlich nochmal nach dem ganzen Marvel. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo das alles hin ist. Was? Der knappe Stack, den wir in einer Kiste haben. Ach, wir haben nicht so viel Marvel, da müssen wir die Decke aus jemand anderem machen. Weiß ein Cobblestone oder so. Weiß ich? Ich habe jetzt allerdings ungefähr 3 Stacks in der Tasche. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich suche nämlich gerade mal den ganzen anderen Ding. Anderen Klappenstack, wie du ja sagtest. Den ich ja natürlich nicht finde jetzt hier auf die Schnelle. Oh, mir fehlt noch ein Koppel. Oder Erde, Marvel. Oder Dreck, oder sonst was. Ja. Genau, oh, wofür? Gib mir mal eben Koppel, bitte. Ja, ist hier voll eine Kiste. Knapp ein Stack, ich habe hier. Alter, hier sind bei 3 Stacks in den Kisten und du sagst, du ja, natürlich. Ich habe nur einen gesehen. Ja, ich habe jetzt schon zwei Stacks und fast einen Stack wieder zusammen hier. Also haben wir jetzt bald 6 Stacks, das reicht doch fast für die Decke. So, hast du da jetzt nochmal einen weggerissen oben rum? Nein. Nee, noch nicht, warte, ich gebe hier noch Marble. Noch mehr. Noch mehr, noch mehr. So, das ist dann der gesamte Marvel. André, hast du einmal den Schlüssel für mich? Den brauche ich selbst. Bau dir eben ein. Oh, bau dir ein. Bau das auch. Ah, ist ja gut. Noch mal einen Schlüssel. Bau dir einen Schlüssel aus Diamanten. Habe ich gerade vor, aber ich suche die. Ich gebe dir gleich einen Diamantenschlüssel, du. Wieso, Eisenschüssel das reicht. Nein, ich will Diamantenschüssel. Also der eine Diamant. Ganz ehrlich, der macht... Ja, mach was ihr wollt. Der, der fehlt zu den 504, die wir brauchen. Ja, ich sag ja, wir brauchen ja noch mehr. Wir brauchen 2000 Diamanten. Wieso, will er auch Schuhe haben? Ja, wenn wir 3 Quantum-Anzüge machen, brauchen wir 2000 Dias. 2000 Dias? Wenn wir jetzt schon anfangen mit einer geht noch und dann können wir ja dafür noch ein Dia nehmen und dafür noch und... Dann stehen wir wieder ohne die Kiste. Ja komm, so viele Dias habe ich bis jetzt im Ordnung nicht verbraucht, ja? Eigentlich kein. Was hat derjenige, der sich Diamantenwerkzeug hergestellt hat und festgestellt hat, dass das nicht funktioniert? Ich habe überhaupt nicht jetzt auch sogar noch einen Schlüssel in der Kiste. Und wieso, ich habe kein Diamantenwerkzeug hergestellt? Was willst du eigentlich von mir? Hä? Was willst du jetzt von mir? Du Verschwender. Olli ist Verschwender und du bist ein Verschwender. Was? So bin ich ein Verschwender. Ich habe mir die Perlen, die ich gebraucht habe, selber gefahren. Ja, aber das hätten wir aber auch für was anderes benutzen können. Hast du schon mal daran gedacht? Du hast direkt, als wir angefangen haben, das teure Darksteel verbraucht. Da hab ich mir gedacht, wenn ihr alle das gute Material so durchhaut, kann ich mir auch eine Enderwaffe machen. Ja, ja. So. Jetzt erstmal gucken, was ich für ein Marvel nehme hier. Es sind viele Auswahlmöglichkeiten. Irgendwas, was passt. Hauptsache nicht da mit diesen gelben Punkten. Das sieht scheiße aus. Ich guck mir mal den an hier. Oh. Mal gucken, wie war das jetzt hier. Jetzt brauche ich den Schlüssel nicht mehr. Jetzt kann ich ihn dir geben. Ja, das ist doch was, das sind mal Eier. Ah, jetzt brauche ich den Schlüssel nicht mehr. Aber ich sag ja, wir haben so wenig Material. Ich dachte eigentlich, die Kisten, die wir haben, die reichen nicht. Und jetzt haben wir nicht mal alle Kisten gebraucht. Ich war eigentlich schuld, dass wir so wenig Material haben. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Weiß ich nicht.
Zweifelsfall geben wir Olli die Schuld. Da oben ist eine Höhle. Na gut, nicht wirklich. Da habe ich den Marvel ausgebuddelt. Muss er wieder vollstopfen. Ich hatte nicht genug Kobbel. Okay. Natürlich wieder anstrengend hier Decke zu bauen. Meine Güte, hier ist ja warm. My Wood. Was wird's noch? Nee, David, My Wood. My Woods? My Woods. Player Clown, My Woods. Ey Mann, wo ist mein Auto? Wenn du nicht, nehm ein Kerze. Wenn du nie, nehm ungefragt Dönerspieß von anderen. Was? Du nicht, nehm ein ungefragt Dönerspieß von anderen, das Unglück bringt. Achso, war das nur bei mir so abgehackt eben? Nein, bei mir auch. Seid einfach nur scheiße. Nee, das hast du zwischendurch aber wirklich, André, dass du abgehakt bist. Manchmal. Ja, ihr seid abgehakt. Das kommt, weil er denn das Mikro auffrisst. Ich meine, Stream schauen, da kommt nicht einmal das abgehakt. Ich weiß, nur bei im Stream kommt das nicht rüber, aber im Teamspeak, warum auch immer. Ja, weil dein Teamspeak Müll ist. Ja, ist es auch. Musst du langsam auf unseren Voice-Server umstellen. Ja, ich werde ihn auch bald kündigen. Kann ich mir nicht mehr leisten. Brauchst du ja auch nicht, wir haben ja jetzt einen Voice-Server. Mein schönen Teamspeak, den habe ich jetzt schon jahrelang. Hüpf. Alter. Hüpf. Hüpf. Weißt du, was der braucht? Ja? Den Bildersstab, Olli. Ja, eigentlich so. Ja. Boah, da muss einer dieses komische Erz herstellen, was nur 10 Sekunden Zeit hat, bevor es explodiert. Echt? Ja, das macht David dann. Und sparen wir das anzünden. Ja, kannst du denen dann so eine Reihe markieren und dann kannst du die ganze Reihe immer setzen. Cool. Warum haben wir sowas noch nicht gebaut? Ich habe gehört, es gibt einen neuen Building-Part, Olli. Hast du diese Building-Hilfe? Ja. Wo du Zylinder und so, wie man sowas machen kannst? Hä? Wo dann die Struktur vorgegeben wird. Hättest du das nicht? Ich habe so ein Berechnungsprogramm für Kuppeln oder Kugeln. Nein, das ist hier im Spiel, da kannst du so ein Ding aufstellen, da kannst du dann verschiedene Formen vorgeben lassen. Und da brauchst du nicht die Formen selber abbauen, sondern einfach nur das Material da reinstopfen in die Maschine und dann verteilt er das automatisch da, wo die weißen Punkte dann sind. Ach, jo. Warum haben wir sowas nicht? Ja, habe ich jetzt erst heute gesehen, dass das sowas gibt. Wo gibst du was? Welcher Mod? Der heißt Building Part oder so. Mal gucken. Building. Ups, kann ich schreiben. Ja, das ist Building Guide von OpenBlocks. Ich glaube, der Enhanced müsste das. Ja, der Enhanced. Der neue. Ich glaube, der ist das. Der kannst du so Formen machen. Und anstatt dann die Form selber auszubauen, brauchst du immer nur Material da reinstecken und dann verteilt er das automatisch. Warum haben wir sowas noch nie gebaut? Bin ich alleine hier? Ihr habt die Mod-Liste selbst vor der Nase. Also, ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Ja, dann müsst ihr mal die einzelnen Maschinen euch angucken. Jede Mod einzeln. Was soll ich das denn noch machen? So haben wir dich denn. Alter, was soll ich das? Ich habe das Lagersystem gebaut, wo wir noch keine Applied Energistics haben. Ich habe so viel gemacht. Jetzt seid ihr dran. Ich mache jetzt nur noch das, was ihr mir sagt. Der Marvel ist hässlich. Der Marvel ist wirklich hässlich. Alter. Aber wir haben es doch gesagt, wenn es euch gefällt, dann baut's. Leck mich, hier. Jetzt bau fertig. Ich gehe heulen. Du hast ja aber auch wirklich den hässlichsten Marvel aus. Ihr könnt mich mal kreuzweise. 30.000 verschiedene und er nimmt den. Ehrlich. So ist er, der Dame. Zum Glück gucke ich ja immer in Kisten und nicht an die Decke.
Ihr könnt mir ehrlich nein. Ich dachte, er würde ja den Geschüsselten nehmen, diesen Panel, der sich komplett miteinander verbindet. Weißt du was? Hier, nimm den Schüssel, schüssel die alle nach. Nein, ich habe keine Lust, das wieder abzubauen. Schüssel du mal. Du kannst auch mit dem Schüssel direkt so schüsseln, wenn die... Nee, na klar, ich schüssel jetzt nach, während ihr... Bist du doof?